neue Deutsch-Pop, ja, was ja heute alle machen. Ja. Und ihr, zu der Zeit, wo alle anfangen Deutsch zu singen, macht ihr Englisch. Englisch. Why, ja, ja, bitte? Weil es hätte ja hier wirklich dann auch der Durchbruch weiter sein können, ja, wenn ihr da weitergemacht hättet. Ich weiß nicht, es war einfach für uns damals, also, wir haben das auch damals ja nur gemacht, weil das war eben so. Ich konnte auch überhaupt kein Englisch damals. Also, wie habt ihr das eigentlich gelernt? Und dann, phonetisch? Wir hatten damals sogar noch eine Dolmetscherin in den Interviews. Ja, wir hatten immer eine Dolmetscherin in den Interviews, weil wir konnten das. Ich konnte gerade so sagen, wie ich heiße und wo ich wohne und so. Und aber so auf Englisch auch singen, aber das war mir gar nicht. Russisch, ne? In Schule? Nee, wir hatten noch, nee, Englisch, aber da lernst du halt dann so Vokabeln wie Fahrrad und Auto und so. Ja, aber vor allem schreibst du. Aber du bist ja dann nicht so wirklich am Sprechen. Wer hat denn auch, wie hieß der nochmal durch den Monsun auf Englisch? Monsun. Monsun einfach noch. Sruse Monsun? Sruse Monsun. Und ich wusste das TH als erstes, oh mein Gott. So, und dann, und dann hatte ich eine schwierige Frage eben noch. Und ich weiß noch, und ich musste... Sruse Monsun. Ja. Oh Gott, Sruse the Monsun. Den haben wir sogar auf Japanisch aufgenommen. Ja, den habe ich auch auf Japanisch aufgenommen. Wirklich? Ja. Kiko Kampe! Ja, oh, das war nah dran. Ging. Sprichst du das? Na, das ist aber nah dran. Das war, ja, nah dran. Das war sehr gut gemacht. Ihr hattet natürlich einen Fanhype und ein. Ich muss einmal kurz zum Groupie-Tum, weil das ein Thema von mir ist, über das ich immer gerne spreche. Ja. Ihr hattet ja was Groupie-Sex und auf Groupies eingehen. Angeht unterschiedliche Meinungen. Tom war ja immer ganz vorne dabei und hat gesagt, nee, man kann schon mit Groupies Sex haben, aber man sollte ihnen nicht zu viel Hoffnung machen, aber auch nicht gar keine Hoffnung geben. Also so ein bisschen Hoffnung machen, wie da könnte schon was fürs Leben sein. Ja. Das habe ich nicht gesagt. Was der für ein schlimmer Proll ist. Ja, genau. Und du hast immer gesagt, ich habe Groupies Sex Ekel. Aber für Tom war es gar nicht so, war ganz okay. Ja, aber wenn er dich doch, guck mal, aber wenn er dich doch toll findet, ist das schön. Ich meine, ist doch da, also. Aber warum findet sie dich toll? Ja gut, aber so eine tiefe Frage darf ich nicht stellen. Dann du hast ja nicht, du hast ja nichts Langfristiges vor in dem Moment. Du warst ja auch jung und du wolltest ja auch ran. Ja, genau. Ja. Aber ich fand es halt gut, da ihr eineige Zwillinge seid, euch da doch dann wieder unterscheidet. Ja, aber ich finde, Tom wird heute immer mehr so, also mehr wie ich, habe ich das Gefühl. Ach, ihr nähert euch noch mehr an jetzt. Ja, weil ich habe das Gefühl, der wollte immer so damals so mit Absicht anders und jetzt heute versteht er langsam, dass ich damals eigentlich schon recht hatte. Also das wird so langsam... So langsam geht er auch mal in meinen Kleiderschrank. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Das ist komplett erfunden. Das ist komplett eine erfundene Geschichte. Ich weiß gar nicht, wann dir das ausgedacht hat. Nee. Ich könnte jetzt Storys auspacken. Also mir ist das auch aufgefallen. Ja, ne? So, ja, danke. Los. Ja, natürlich ist es ihm aufgefallen. Nein, ich bin der, aber der, einfach Groupie-Sex ist weniger geworden. Aber so der ist auch weniger geworden, weil er mittlerweile jetzt auch so ein bisschen ruhiger ist. Aber einfach. Es war damals nur noch eine Frage, um das Thema Groupie-Sex dann abzuschließen. War es wirklich so, dass euer Manager schon vorgesorgt hat und gesagt hat, hier lässt mal Kamera draußen. Ja, wascht euch mal Mädels. Ihr wascht euch mal erstmal und schon mal alles abgeben. Das war leider echt damit so. Wirklich keine Fotos entstehen und. Sind die schon halbnackt in die Zimmer gekommen? Das finde ich wirklich konsequent. Ja. Das finde ich gut. Ja. Dass man sagt, okay, ihr wollt hier rein, ihr kommt hier rein, aber ihr zieht alles aus. Ich meine, das klingt jetzt unglaublich alt, aber eigentlich, da hatten wir es ja einfacher als heute, weil da gab es ja dieses ganze Social Media nicht, die meisten Handys hatten noch nicht mal Kamera. Ja, also als Monsun rauskam, war das noch sehr viel einfacher, da konnten die sowieso nicht viel machen. Da mussten sie mit ihrer Digitalkamera, die mussten sie dann reinschleusen und dann mit der Digitalkamera im Bett. Aber als Monsun rauskam, hattet ihr da noch gar keinen Samenerguss. Da wart ihr 14. Erzähl mal. Ich glaube, es ging, aber du hast recht, es ging gerade so los wahrscheinlich. Als Monsun losging, da haben eure Eltern auch noch Kakao gemacht. Na, als Monsun losging, waren wir 15, 16, haben Karo Kaffee getrunken und hatten gerade so unsere Sachen. Ja, oder nicht? Und dann war es hot wahrscheinlich. Ja, sag mal, jetzt fühlen wir uns ja alle wahnsinnig. Nein, wir ändern jetzt. Wir springen jetzt auf das nächste schöne Thema. Du sprichst immer, jetzt findest du es auf einmal schön. Du sprichst über die Aliens und ihr habt ja eure Fans Aliens genannt. Haben die sich selber so genannt oder habt ihr die Aliens genannt? Ich glaube, das kam irgendwann mal so. Ich glaube, irgendwo haben wir es gelesen oder gehört. Ich weiß gar nicht, ob sie es selber waren oder ob das jemand geschrieben hat. Aber das entstand so und wir hatten immer so eine Faszination für Aliens. Ja. Also, loving the Aliens. Ja. Ja, anscheinend. Aber sie haben auch dafür gesorgt, dass sie irgendwann gesagt haben, wir können in Deutschland nicht mehr, wir können uns hier nicht mehr bewegen, wir können nichts mehr machen, wir müssen hier weg. Ja. Weil der Erfolg so riesig war. Und habt ihr euch für L.A. entschieden? Mhm. Cool. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Auch heute.
Na, aber das cool. war so, das klingt Platz. Immer alles so wahnsinnig cool. Ich muss wirklich sagen, in unserer Karriere und auch mit LA und so, die meisten Entscheidungen haben wir gar nicht so bewusst getroffen. Nee. Das ist alles so passiert, auch mit dem Deutschding. Wir waren ja nicht so cool und haben gesagt, cool, guck mal, wir machen jetzt deutsche Musik, weil das macht keiner. Sondern es war einfach, weil wir kein Englisch konnten. Naja. Und nach LA gezogen sind wir eigentlich weil nur, wir da Leute kannten. Weil ich da jemanden kannte. Und wir haben so von heute auf morgen im Internet ein Haus ausgesucht und sind dann einfach dahin. Und ihr seid da in dem Haus und das Haus ist gemietet. Eure Mama ist damals mit euch mit, ne? Ja. Ist die heute noch da? Nee. Die ist wieder in wo? Die ist wieder da in unserer Heimatstadt, Magdeburg. In der Nähe von Magdeburg. Ach, wirklich? Wir sind ja noch schlimmer, wir sind ja im Vorort von Magdeburg aufgewachsen. Ja. Das ist ja nicht mal Magdeburg. Also nee, aber die sind ja zurückgegeben. Aber diese Vororte, diese schön gemachten Vororte. Nee, die sind nicht schön gemacht, der ist nicht schön gemacht. Nein, ich wollte ja gerade spooky. Ach so, ja. Wie aus Legoland. Wie sind denn die Eltern drauf gekommen, da nochmal 30 Kilometer von Magdeburg weg? Ja, wir haben da ein Haus geerbt, aber ja. Ach so, das war halt so damals so der Gedanke eigentlich, dass man so denkt, so mit Kindern aufs Land. Aber das war halt nicht so Land wie so Heidi-mäßig, wie man sich das vorstellt. Nee, das war ja so schnell Gangster. Das ist im Prinzip jeder deutsche Gangster-Rapper, die da so tun, als wenn da kommen wir wirklich her. Verstehe. Und euer Papa hat euch damals schon mit den Hunden und mit dem Baseballschläger vom Bus abgeholt, weil ihr natürlich euch schon crazy angezogen habt. Ja. Und die Hälfte der Leute sagte, ist cool, die andere Hälfte fand euch aber so scheiße. Ja, ich würde sagen, es war mehr als die Hälfte, die uns scheiße fand. Wirklich? Ja, und nur wegen Klamotten? Aber wir hatten auch so Leute. Ja, wegen Klamotten. Ja, und ich weiß nicht, ich kam den ersten Tag auf die Schule und ich hatte da noch ganz lange Haare. Und alle Jungs haben sich in mich verliebt und haben mir Liebesbriefe geschrieben, weil sie dachten, ich bin ein Mädchen. Ah. Und als sie dann natürlich rausgefunden haben... Das war ja zu peinlich. Wie haben sie das denn rausgefunden? Ja, die kamen zu mir und haben gesagt, ich stehe auf deine Schwester. Und ich habe gesagt, ich so, naja, also... Und als sie das dann natürlich rausgefunden haben, gab es natürlich Ärger. Ja. Das ist lustig. Ja. So, und das, aber so ging das schon. Aber das ist natürlich so in so extremen Hass umgeschlagen dann so, ne? Ja, verstehe. So früh die Männerwelt enttäuscht. Aber die Pubertät ist so eine harte Zeit. Es ist einem ja alles peinlich dann auch. Und speziell, wenn man dann sich verliebt, dann ist es ein Junge. Dem war gar nicht peinlich. Mir ist das nicht. Die haben sich nicht angepasst. Wenn ihr Familie hättet zum Beispiel, der eine verliebt sich und der andere nicht, macht das was mit euch? Ja, das ist echt schwierig. Ist es nicht schwer? Also wir glauben manchmal, dass wir echt immer alleine bleiben eigentlich. Ist das so schlimm? Ich glaube einfach, dass weil jeder, der mit einem von uns eine Beziehung hat, ist ja mit beiden eine Beziehung. Also bis auf das Sexuelle ist das schon...